An jeder Straßenecke und an jedem Ort, an dem wir vorbeikommen, ist es üblich, Leute zu treffen, die auf ihr Smartphone fixiert sind. Die gesamte Öffentlichkeit möchte ganztägig verbunden sein, um in Echtzeit zu erfahren, was auf der Welt passiert und gleichzeitig ihre Konten zu verwalten. Hallo allerseits! Es wurden intelligente Brillen entwickelt, um ihre Verbindung zu erleichtern. In diesem Video sehen wir uns die 5 besten Brillen an, mit der besten Verbindung. Hey, aber bevor wir anfangen, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die kleine Glocke an der Seite zu aktivieren, um Benachrichtigungen zu erhalten. Wir werden dich nicht lange warten lassen. Wir werden anfangen. Beginnen wir gleich mit der angeschlossenen Brille Vuzix Blade AR. Dies ist eine Augmented Reality Brille von Vuzix, einem in der USA ansässigen Hersteller. Die Vuzix Blade Smart Brillen sind für den allgemeinen öffentlichen Markt bestimmt und können daher sowohl von Fachleuten als auch von Verbrauchern verwendet werden. Die Brillengläser haben die Größe einer normalen Brille und schützen sie vor normalen UV-Strahlen. Benutzer können sie mit Hilfe von Korrekturlinsen an ihr Sehvermögen anpassen. Mit einem angepassten Stil können sie die Farbe ihres Geräts entsprechend ihrem Hautton, Gesicht oder ihrer Vorliebe auswählen. Das Vuzix Blade ist in ein Smartphone integriert und funktioniert mit diesem Android oder iOS. Es kann über WLAN oder Bluetooth verbunden werden. Es ist auch möglich, Alexa, den persönlichen Assistenten von Amazon, zu nutzen. Der Benutzer kann eine Vielzahl von Benachrichtigungen erhalten, die aus seinen Anwendungen stammen und direkt auf sein Sichtfeld projiziert werden. Zum Beispiel GPS-Anweisungen, Telefon- und Videokonferenzen, Kalendererinnerungen, soziale Netzwerke und so weiter, abhängig von seinen Anforderungen. Darüber hinaus enthalten diese AR-Brillen wiederaufladbare Batterien sowie ein Mikrofon, das die von den Lautsprechern erzeugten Geräusche begrenzt. Kurz gesagt, die Hauptmerkmale des Vuzix Blade sind das Vorhandensein von haptischem Feedback. Es warnt den Benutzer vor bestimmten Vibrationen, es ist mit einem Mikrofon ausgestattet, mit dem Benutzer kommunizieren können und besitzt zusätzlich eine 8-Megapixel-HD-Kamera. Benutzer können Fotos aufnehmen oder 1080-Pixel-Videos aufnehmen und verfügen über einen Micro-SD-Kartenspeicherplatz, der zur weiteren Speicherung zur Verfügung steht. Fahren wir mit der GWD Hidi Smart Brille fort. Ein Computerzubehör, das entwickelt wurde, um das Leben von Benutzern zu vereinfachen, die regelmäßig an Computer arbeiten. Der Hidi hilft Ihnen als intelligente Brille, Ihren Cursor berührungslos mit Kopfbewegung und Blinzeln zu steuern. Der Brille können gewöhnliche optische Linsen oder Schutzglas zum Arbeiten vor einem Computer eingesetzt werden. In den Schläfen der Brille befindet sich ein Beschleunigungsmesser am rechten Arm, der den Bewegung des Kopfes folgt und sie mit dem Cursor synchronisiert. Im Teil der Nase befinden sich spezielle Sensoren, die die blinzelnden Augen überwachen, die für das Klicken verantwortlich sind. Bei Maustasten müssen diese Blinzler langsam sein, um klicken zu können. Die Kommunikation zwischen der Smart-Brille und einem Computer erfolgt über Bluetooth. Beim Doppelklick erfordert es 2 Blinzler in einer Sekunde. Mit schnelleren Blinzeln nutzen sie die Blockierungsfunktion, mit der ein Objekt mit Hilfe von Kopfbewegungen über den Bildschirm geschoben werden kann. Außerdem wird eine Voicemail-Nachricht im Messenger angezeigt. Um die rechte Taste zu verwenden, müssen Sie 2 Sekunden lang blinzeln. Wenn der Buchstabe R erscheint, blinzeln Sie erneut. Diese Brille kann in einer Reichweite von 10 Metern betrieben werden. Diese Brille funktioniert mit Computern auf Windows und Mac sowie mit Android-Smartphones. Ausgestattet mit einem Akku kann die Brille mit nur einer Stunde Ladezeit 8 Stunden lang betrieben werden. Sie können sie mit der Schaltfläche rechts deaktivieren. Fahren wir nun mit der dritten verbundenen Brille fort: Toshiba DynaEdge AR. Die Brille lässt sich mit einem Edge-Computer unter Windows 10 mit Intel-Core-Prozessoren verbinden, mit denen große Unternehmen ihre Effizienz verbessern können.
Es verfügt über einen 0,26 Zoll Bildschirm mit einer Auflösung von 640x360. Diese Brille gibt ihren Mitarbeitern die erforderlichen Informationen und hilft auch dabei, die laufenden Aktivitäten in Echtzeit aufzuzeichnen, indem sie direkt an Spezialisten oder an eine Remote-Anwendung gesendet werden, sodass ihre Mitarbeiter die Vorteile der assistentischen Realität nutzen können. Mit deiner Edge können sie andere Freisprechaufgaben ausführen. Zum Beispiel Dokumente anzeigen, Fotos und Videos aufnehmen und sogar Remote-Unterstützung erhalten, ohne die Arbeit zu unterbrechen, und Barcode scannen. Visuelle und Sprachhilfe sind auf verbundenen Brillen sofort verfügbar. Mit Mobilität und Akku können Sie Ihre Brille über WLAN oder Bluetooth verbinden, indem Sie sie mit dem Unternehmensnetzwerk verbinden, Daten senden und empfangen, Live-Video streamen und Assets verfolgen. Mit zwei Mikrofonen, einem Lautsprecher, einem Sensor Array und einer 5-Megapixel-Kamera kann der Benutzer seine Hände frei machen, um seine Arbeit abzuschließen. Neben den Navigationssteuerelementen verfügt das System über drei Steuertasten und ein Touchpad zum Navigieren im Menü. Das Toshiba DynaEdge DE100-Gehäuse enthält einen Intel-Core-Prozessor mit 4 bis 16 GB LPDDR3 RAM und einem 128 bis 512 GB SSD. Fahren wir mit der Recon Jet Pro Smart Brille fort, die für den Außenbereich entwickelt wurde. Sie wurde gebaut, um die Effizienz der Mitarbeiter zu steigern und Kapazitäten aufzubauen, indem sie ihre Hände frei haben. Der Micro Jet Pro kombiniert ein kontrastreiches Micro-LCD und eine 360-Grad-Korrektur auf dem Bildschirm, um maximale Klarheit bei direkter Sonneneinstrahlung zu erzielen. Mit der Glance Detection Technologie kann das Display nur bei Bedarf eingeschaltet werden. Es wurde für die Verwaltung von Anwendungen entwickelt und ist mit Computern der Smartphone-Klasse ausgestattet, deren Konnektivität Bluetooth, Wi-Fi und GPS umfasst. Mit einer komfortablen Ergonomie ist der Recon Jet Pro für jedermann ziemlich stabil. Das Gewicht auf beiden Seiten ist gleichmäßig verteilt. Mit voll einstellbaren Stangen und einem Objektrevolver. Und kann an Ihre Kopfform und Größe angepasst werden. Ausgestattet mit einer Sichtkamera können Videos mit dem System Was sehe ich aufgenommen werden, sodass Experten die Mitarbeiter von überall auf der Welt aus durch die Ferne führen können. Mitarbeiter können damit auch Barcodes scannen und High-Stakes-Verfahren dokumentieren. Mit 8 GB Speicherplatz können Sie Ihre Datei speichern. Für Ihre Live-Übertragung ist das Gerät mit zwei Mikrofonen, einem Lautsprecher, einer Touch-Steuerung und einer Blickerkennungstechnologie ausgestattet. Diese Technologie ist gut geeignet, um Ihren Arbeitsplatz und Ihre Mitarbeiter vollständig miteinander zu verbinden. Lassen Sie uns mit der Recon Smart Glasses abschließen, einer weiteren Erfindung von Recon Instruments, die sich hauptsächlich auf den Sport konzentriert. Bei nur 80 Gramm, trotz der geladenen Elektronik, werden Sie sie schnell vergessen, sobald sie auf Ihrer Nase ist. Auf der rechten Seite hat Recon Instruments eine Box installiert, die einen mit einem Gigahertz getakteten Dual-Core ARM Cortex 9A Prozessor mit 1 GB RAM und 8 GB Speicher enthält. Eine Kamera, die 8-Megapixel-Fotos und Videos in HD 720 Pixeln aufnehmen kann. Um das Gewicht auszugleichen, ist es links mit einer 490 mAh Batterie ausgestattet, die 4 bis 6 Stunden Autonomität bietet. Die angeschlossene Brille wird auf einem kleinen WQ-VGR-Definitionsbildschirm angezeigt, auf dem Dateien wie ein Höhenmesser, ein GPS, ein Gyroskop, die zurückgelegte Strecke und ein Magnetometer verwendet werden, um Rennen in Echtzeit durchzuführen. Beachten Sie, dass Sie dank der ANT Plus Verbindung auch Ihre Herzfrequenz anzeigen können. Sie können Recon Jet auch über Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbinden, um Ihre Nachrichten abzurufen, Ihre Musik zu verwalten oder sogar einen Anruf mit einem Lautsprecher und zwei dort installierten Mikrofonen entgegenzunehmen. Kurz gesagt, letzteres ist perfekt für Ausdauersportarten. Wenn Sie ein Profi sind,
können Sie Ihre Zeit und Gewohnheiten während Ihres Trainings gut verwalten. Wir kommen zum Ende dieses Videos. Intelligente Brillen wurden entwickelt, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Egal wer Sie sind oder was Sie tun, es wird immer eine geben, die zu Ihnen passt. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen und Sie werden es teilen. Und vergessen Sie nicht, das Video zu liken und Ihre Gedanken und Kommentare zu hinterlassen. Und vergessen Sie nicht zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben. Es ist kostenlos und aktivieren Sie die kleine Glocke, um Vollzeitbenachrichtigungen zu erhalten, damit Sie nichts mehr verpassen. Danke, dass Sie bis zum Ende zugesehen haben und bis zum nächsten Mal.